Ronny Keller, neuer Captain vom HC Thurgau, diese Saison am Freitag startet er gegen den Aufsteiger Martini. Wie sind ihr parat? Ja, wir freuen uns alle, dass es jetzt endlich losgeht. Wir haben eine lange Vorbereitung gehabt, 7 Wochen. Dieses Jahr eine Woche länger, weil der Meisterschaftsspart eine Woche hinterher verschoben worden ist. Wir sind parat. Ich habe ein gutes Gefühl im Team. Teamgeist ist super, wir haben gut trainiert. Wir haben auch zum Teil gut gespielt. Wir haben schwierige Gegner gehabt, aber das haben wir wollen. Und von dem her denke ich, wir sind parat. Wir haben 2 neue Ausländer. Was hast du bis jetzt für einen Eindruck von diesen beiden? Ich habe einen sehr guten Eindruck. Ich denke, ich darf sagen, ich bin schon lange in der Nazi B und es ist ein Duo, das verhebt und eines der besseren, die ich gesehen habe. Sie ergänzen sich auch super. Der Charpentier ist eher der Scorer und Dietrich ist eher der Passer. Also, nein, ich finde es ein gutes Duo. Eben, du hast die Vergleichsmöglichkeiten sind da, du hast extrem viel Erfahrung. Wie schätzt du die Mannschaft in dieser Saison ein im Vergleich jetzt zu den letzten paar Jahren? Ja, absolut stärker. Wir alle sind ein Jahr älter geworden, wir sind erfahren geworden. Vor allem die Jungen, von denen haben wir doch etwa einen in der Mannschaft. Und aber auch die Ausländer, wie ich vorher gesagt habe, sind wir sicher stärker geworden. Und mit dem Sandro hinten im Goal haben wir auch wieder einen Top-Goalie. Also von dem her schaue ich wirklich positiv in die Saison. Das heisst, der HC Thurgau schafft auch ja die Playoffs? Ja, ich will mich da nicht auf Platzierungen rauslassen. Aber wir kämpfen sicher um Playoffs. Okay, danke vielmals, dass du da warst, Ronny Keller. Viel Glück beim Meisterschaftsstart. Danke. Danke.